Ich lebe in erster Linie wundervoll damit, weil sich meine Musik immer mehr verbreitet und das ist mir ja das Allerwichtigste, das war auch von Anfang an das Allerwichtigste. Und wie vorhin auch schon von Christian, von Boris gesagt wurde, ich denke nicht, dass man sich als Künstler entscheidet, Künstler zu sein, um dann den großen Rubel zu machen, sondern weil man einfach sich ausdrücken möchte, vor allem künstlerisch. Und da sowieso gar nicht anders kann, und das ist ja erstmal das Wichtigste. Und jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass ich ja jetzt trotzdem dadurch, dass ich einfach erstmal offen mit meinem Content umgegangen bin und ihn Menschen frei zur Verfügung gestellt habe, sich jetzt auch Modelle entwickelt haben, über die ich durchaus Geld generieren kann. Zum Beispiel? Wie verdienst du dein Geld? Also in erster Linie natürlich über Shows und über Merchandise, aber jetzt natürlich auch über mein Album, dass es zwar unter einer Creative Commons Lizenz gibt, aber dass es auch kostenpflichtig zu erwerben gibt. Also sowohl auf meiner Webseite über den Donation-Button, als auch über herkömmliche Vertriebswege bzw. eben Amazon, iTunes etc. Weißt du, wie das Verhältnis ist? Also wie viel verdienst du, wie viel von dem, was weg digital runtergeladen wird, von den Alben etwa 10% sozusagen dann bezahlt und der Rest frei? Das kann ich im Moment jetzt noch nicht sagen. Es gibt von einigen Künstlern da Statistiken zu. Ich bin da noch zu frisch jetzt in dem Prozess. Also das Album wurde erst gestern veröffentlicht. Digital Guild, by the way. Okay. Und ich kann jetzt zu irgendwelchen Zahlen noch nichts sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das unsere Intention war. Also wie gesagt, es ging einfach nur darum, anstatt jetzt hier à la ACTA etc. Immer mehr Zäune zu bauen, wie ja auch gerade vorher gesagt wurde, geht es einfach darum, den Austausch von Content und von schöpferischen Inhalten eben zu gewährleisten und da auch Kanäle zu schaffen, dass ein Austausch stattfinden kann. Das heißt, du gibst den Content frei, vor allem um auch bekannt zu werden, um deine Popularität zu steigern. Ganz genau. Und damit Leute wieder drum andere Sachen von dir konsumieren, sprich das Konzert. Und das ist also wie eine Investition eigentlich in deine Bekanntheit, wenn du das auf dem Weg machst. Stimmt das? Das kann man jetzt so aus wirtschaftlicher Sicht bestimmt auch sehen, aber ich denke, ich bin Künstlerin und mir geht es um den Ausdruck. Und ich finde es ja auch wunderschön, wenn andere an meinem Ausdruck partizipieren. Und das gehört ja auch mit dazu. Und klar können die sich mein Album erstmal kaufen, aber ich ermutige sie ja auch, mein Album auszutauschen und das dann eben frei wiederum. Ich gehe einfach von der Wertschätzung von Kunst aus. Ich glaube, dass einfach mehr die Konzentration darauf gerichtet werden muss, Kanäle zu schaffen, den Künstler zu entgelten, anstatt ständig irgendwie nach Modellen zu suchen, Kunst als solches und vor allem den Austausch zu limitieren und zu zensieren. Also den Austausch auch zwischen Künstlern und mit dem Publikum. Das sowieso, aber auch von meiner Kunst. Also ob es jetzt ein Remix ist oder ob sich Künstler daran inspirieren und meine Musik nutzen, um daran weiterzuarbeiten, beziehungsweise meine Musik nutzen, um ihren künstlerischen Inhalt zu präsentieren. Da gibt es ja vielfältige Wege.